Hallo Leute, meine tägliche Herausforderung raus und wandern startet heute in Hilpoltstein. Das ist die fränkische Schweiz, ja, in der Nähe von Nürnberg. Und jetzt bin ich vom Auto weg, 2 Minuten. Und wenn man jetzt mal guckt, da geht es gleich ziemlich hoch. Also ich denke mal, das dürfte schon interessant werden. Und wo ich jetzt hier laufe, das ist wohl dieser Höhenweg. Da stand da an dem Parkplatz Hilpoltstein. Stand auch was von einem Kletterparadies oder so Hinweise halt für Kletterer. Da muss es dann wohl auch einige Kletterfelsen geben. Aber ich glaube, an allen komme ich da gar nicht vorbei. Aber jetzt laufe ich mal los. Mal gucken, was so mich erwartet. Das ist jetzt das Zeichen für meinen Höhenweg hier in Hilpoltstein, Fränkische Schweiz. Aber was mich wundert, so wie es aussieht, geht der Weg schon wieder zurück. Also habe ich so den Eindruck jedenfalls. Weil ich denke, ich bin von dahinter. Da steht das Auto irgendwo am Parkplatz. Und ich bin jetzt quasi einmal dahinter rumgelaufen. Und jetzt geht es schon wieder davor. Also wenn das der ganze Weg wäre jetzt, dann komme ich da vielleicht auf 3 oder 4 Kilometer. Das wäre mir fast zu wenig, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall muss da, wo das Auto steht, etwas oberhalb, muss wohl auch so eine Art Kletterfelsen sein oder eine Ruine, weiß nicht genau. Das schaue ich mir auf jeden Fall noch an. Also ich meine, gut ausgeschildert ist das hier. Wenn man jetzt mal guckt. Halt. Hier ist ein Hinweis. Und wenn man guckt, hier ist auch nochmal ein Hinweis. Also ich glaube, verlaufen kann man sich hier nicht. Nicht mal ich kann mich hier verlaufen, obwohl ich das ja gern mache. Ja. Wenn man jetzt hier mal guckt, das sind auch überall so kleinere Felsen.
Hinkelsteine. Und ganz da oben sind auch nochmal so Felsformationen. Und ich glaube, da laufe ich mal hin. Das nächste Hinweisschild. Ah. Und von da unten bin ich gekommen. Dann geht es echt schon wieder Richtung Auto. Ist dann aber wirklich etwas kurz. Ja, jetzt komme ich da oben zu diesen Felsen. Ja, dann gucke ich mir die mal an und dann mal gucke, was man noch macht. Das dahinter sind jetzt die ersten Felsformationen, wo wir da hingehen. Großer Häuptling steht am Marderpfahl. Schnell weg.
Ja, ich muss sagen, es sieht nicht schlecht aus hier. Sieht ja auch krass aus, hä? Da kommt nochmal so ein Klopper. Ich glaube, da kann man sogar hoch. Kann man es lesen? Dolomitfelsen. 586 Meter über Meereshöhe. Jetzt gehen wir mal da hoch.
glaube, man hört es, gell? Es wird Holz gemacht. Aber doch, ja, ganz toll. So, ich denke, das war's dann hier von Hippolstein. Ja, jetzt laufe ich Richtung Auto wieder. Und ich denke dann, bis ich am Auto bin, werden so 3,5 Kilometer sein. Vielleicht mache ich auch noch irgendwo einen Schlenker, dass es ein bisschen mehr wird, weil mir das fast zu wenig ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe so langsam Hunger. Es ist jetzt, ja, es wird 13 Uhr sein. 13:30 Uhr. Oh, 14 Uhr schon. Dann darf ich echt Hunger haben. Noch nichts gegessen heute. Also wie gesagt, jetzt geht es Richtung Auto. Mal gucken, ob ich da noch einen Schlenker irgendwo dazu mache, ob es noch was Schönes gibt. So eine kleine Runde vielleicht noch. Und dann fahre ich mal Richtung Nürnberg und gucke, dass ich da irgendwo was esse. Mal schauen. Aber das war jetzt halt auch wieder so eine Sache, gell? Normalerweise wäre ich hier durchgefahren, hätte hier nicht kalte. Aber durch das, dass ich ja täglich raus will zum Laufen, bin ich da einfach auf den Parkplatz und habe mal geguckt. Weil Wanderparkplätze, da steht immer dann angeschrieben, was es da so gibt. Und es lohnt sich immer. Meistens hat es irgendwo Sehenswertes. Und wenn es gar nichts hat, da kann man ja weiterfahren. Das hier, muss ich sagen, hat sich gelohnt. Definitiv, ja. Aber ich glaube, das waren gar nicht die Felsen, die man vom Auto unten sieht. Weil da, wo das Auto steht, wenn ich hochschaue, da sieht man auch so Felsformationen. Also da müsste nochmal was kommen. Bin ich mal gespannt. Ah, ich glaube, da oben ist noch mal was. Ja, ich glaube, das ist es. Und dahinter geht es dann rund ans Auto. Oder jetzt guck da oben. Und da hinten sind, glaube ich, auch nochmal. Ja, was ist da los? Jetzt gehen wir erstmal da hoch. Weil das da sieht auch irgendwie interessant aus. Also ich glaube, das könnte auch mal so eine Art Burgwäsche sein.
Und dahinter gibt es auch noch mal was. Wenn man so schaut, hier hat es überall Kletterfelsen. Dahinter wird auch geklettert. Sieht man das?
Also ich muss sagen, hier laufen ist gar nicht so einfach. Mit dem ganzen Laub. Da sieht man nämlich nicht, ob unterm Laub ein Loch ist oder ein Stein liegt. Ja, und das ist schon ein bisschen unangenehm. Ich würde mal sagen, da unten sind die Kletterer ihr Lager.
echt schön. Und ein Bänkle gibt es auch. Echt krass.
Olli und Julia. In letzter Zeit komme ich immer, wenn ich irgendwo laufen gehe, in Gegenden, wo es Kletterfelsen gibt. Und zwar Kletterfelsen vom Feinsten. Weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Und das hier ist echt eine echte Leckerei für Kletterer. Ist halt ein bisschen weit weg von uns daheim. Aber ich glaube, da kannst du fast jeden Schwierigkeitsgrad aussuchen. Echt schön. Musst du mal merken, Hilpoltstein, fränkische Schweiz. Oder sächsische Schweiz, Fränkische Schweiz war es jetzt. So, und jetzt gehe ich aber endgültig Richtung Auto. Jetzt habe ich nämlich tierische Hunger. Und das hohe Laub hier mag ich auch nicht. Zeckemäßig. Muss ich mir nachher erstmal absuchen. Hoppla, hoppla. Ist das Laufen gefährlicher wie das Klettern? Mann, oh Mann. Jetzt bin ich aber hier wieder irgendwo, wo ich nicht sein wollte. Ja gut, Autos höre ich. Also muss dahinter irgendwo Straße sein. Und da wird auch dann der Parkplatz sein. Aber ich laufe mal wieder mittel durchs Gehölz. Ich glaube, ich müsste mehr nach da oben hin. Ja, dahinter sieht man die Straße. Also müsste ich in die Richtung. Denke ich jedenfalls. Doch, doch, die Straße ist da oben. Ja, ich denke, ich muss da hoch. Ich dachte schon, ich kann mich nicht mehr verlaufen. Aber doch, am Schluss habe ich es nochmal geschafft. Ich habe mich ein kleines bisschen verlaufen. Aber jetzt bin ich wieder auf dem Pfad der Tugend. Ja, gut. Ja, ich weiß auch nicht genau, ob das wirklich verlaufen ist. Ha ha ha.
Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich hier hoch muss oder hier rum. Das sehe ich aber gleich, aber ich vermute da eher. Aber egal. Viele Wege führen nach Rom. Jetzt laufe ich da über diese Anhöhe noch drüber und dann habe ich sicher den Durchblick wieder, der Überblick. Doch, das stimmt, ich höre die Autos. Also wenn ich jetzt irgendwo stehe, wo ich nicht weiß wo, das wäre echt der Hammer. Aber dahinter muss der Parkplatz sein. Ah, genau. Da unten ist er. Parkplatz mit meinem Autole. Also, dann sage ich Tschüss für diese Tour. Weiß jetzt gar nicht, wie viel es war. Ja, 4 Kilometer. Ich verlinke es dann auch wieder auf Komoot. Das war wieder mehr gucken und Filme fotografieren wie wandern. Aber die Felsen waren echt so geil. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank war Julia und Olli nicht dabei. Weil die wären gleich über Nacht hier geblieben. Mit ihrer Kletterei. Also dann. Ich sage Tschüss, bye bye, bleibt gesund, bis die Tage.